Ja, ich freue mich, dass die Gottesdienste hier so voll sind in Sachsen. Wenn man so von westlichen Teil Deutschlands kommt, erwartet man sich ja, dass der Atheismus sehr viel zerstört hat und ist sicherlich auch so. Doch freue ich mich, dass es so viele Gläubige auch hier gibt, bei euch. Ich habe also immer volle Säle jetzt sehen dürfen und das hat mich doch sehr erfreut. Und wir sehen, dass Gott überall seine Leute hat und seine Gemeinde baut. Auch in dieser Endzeit, was wir vorgestern ja auch betrachtet hatten. Heute nun der letzte Vortrag in eurer Region. Ich werde aber auch noch zwei Abende in Zwickau sein. Morgen Abend um 19.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Zwickau zum Thema Ökumene und am Dienstag zum Thema Europa im Licht der Bibel. Heute Morgen ist es an sich jetzt kein Thema für einen Gottesdienst, das mir gestellt wurde. Es ist mir ein Vortrag, aber trotzdem möchte ich, wie es im Gottesdienst üblich ist, ein Wort aus der Heiligen Schrift zunächst lesen, auch vor diesem Vortrag über Weltanschauungen, über Ideologien. Und zwar, wer eine Bibel hat, darf gerne aufschlagen. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, ab Vers 1. Und das geht genau um dieses Thema Weltanschauungen und auch andere Strömungen. Hier warnt uns Gottes Wort mit folgenden Worten. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Gerade auch im 1. Johannesbrief werden Kennzeichen genannt, um echte und falsche Propheten zu unterscheiden. Zum Beispiel dann in Vers 2. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen, ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ja, jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichristen. Also es gibt viele Strömungen und Sekten, die leugnen, dass Jesus, Gottes Sohn, wirklich Fleisch, wirklich Mensch wurde. Es wird von einem geistigen Wesen behauptet, das oben geblieben ist, das so über den Köpfen schwebt, aber nicht wirklich sich inkarniert hat in Fleischesgestalt. Von anderen wird das Umgekehrte behauptet, dass Jesus nur ein Mensch war und nicht göttlich, nicht Gottes Sohn, wie wir es gerade auch am Sonntag Trinitatis uns erinnern. Ja, es ist ein göttliches Wesen in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber es wird von vielen auch in Frage gestellt. Deshalb ist es wichtig, weil auch die Irrlehren zunehmen, die Ideologien und Verführungen, die Geister zu prüfen, ob sie von Gott sind. Nun aber die Frage, woran können wir die Geister prüfen, die Geister dieser Welt? Und auch die dämonischen Geister. Gestern war ja das Thema Esoterik, Okkultismus. Wir haben Gott sei Dank einen Maßstab, der unverrückbar ist, der feststeht und der unfehlbar und irrtumslos ist, nämlich die Bibel, die Heilige Schrift. Ich habe jetzt nur das Neue Testament hier, aber ihr habt sicherlich auch eine gesamte Bibel mit Altem und Neuem Testament. Und wenn wir die wirklich kennen und lieben, wie wir schon gehört haben, dann haben wir eine feste Grundlage, ein Fundament, von dem aus wir Orientierung haben in allen Zeitströmungen. Deshalb, bevor ich jetzt drei ausgewählte Weltanschauungen mit uns betrachte, nämlich den Atheismus, den Humanismus und den Feminismus, die besonders einflussreich sind heute, möchte ich vorwegschicken, wichtiger als das Negative ist, dass wir das Positive kennen. Denn dann können wir alle Zeitströmungen daran messen und daran prüfen. Und so möchte ich zunächst einiges sagen, zum Wesen der Bibel, der Heiligen Schrift, die Gott seinen Boten inspiriert hat. Die Bibel ist der größte Bestseller aller Zeiten. Das ist ganz positiv festzustellen. Teile der Bibel wurden bisher in über 2500 Sprachen übersetzt. Da kann kein anderes Buch der Welt mithalten. Jedes Jahr kommen 30 bis 40 weitere Übersetzungen hinzu. Pro Jahr werden weltweit rund 200 bis 300 Millionen Bibeln verbreitet. Und viele Menschen in anderen Erdteilen sind begierig danach, eine Bibel zu bekommen. Es war in kommunistischen Ländern schwierig früher, eine Bibel zu bekommen. Und heute hat man die Möglichkeit, aber was geschieht heute? Wegen materialistischer Übersättigung lesen viele Menschen ihre Bibel gar nicht und haben sie im Schrank stehen, wo sie verstaubt. Das ist eine tragische, auch eine endzeitliche Entwicklung, dass man jetzt das Wort Gottes in Fülle hat, aber viele meinen gar nicht mehr, sich davon nähern zu müssen. Aber die Bibel ist mindestens genauso wichtig wie das tägliche Brot. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das sagt unser Herr Jesus Christus und
Das sollte auch für uns gelten, dass wir beim Frühstück auch schon das Wort Gottes auf uns nehmen, vorher oder nachher oder auch während, und auch unser ganzes Leben danach ausrichten. Was ist die Bibel eigentlich? Die Bibel ist das schriftgewordene Wort des lebendigen Gottes zu den Menschen aller Zeiten. Sie ist zwar durch menschliche Autoren, Apostel und Propheten vermittelt, aber sie ist und bleibt ganz und gar göttlichen Ursprungs. Und dafür möchte ich euch jetzt gleich einen Beweis liefern. Da habe ich auch einige Schaubilder mitgebracht, noch nicht einschalten. Und ich habe noch Overhead-Folien. Und dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist und nicht bloß Menschenwort, wie manche sagen. Sicherlich durch Menschen vermittelt. Aber es gibt kein anderes Buch in der Weltgeschichte, das so viele erfüllte Prophezeiungen enthält wie die Bibel. Das möchte ich jetzt beweisen, und das ist bereits der erste Beweis gegen den Atheismus, mit dem wir uns gleich anschließend noch etwas beschäftigen. Der Atheist leugnet ja, dass es einen Gott gibt, und er leugnet damit auch, dass es ein Buch gibt, das von Gott sozusagen geschrieben oder inspiriert ist. Da gibt es einfach keinen Gott. Aber der wichtigste Gottesbeweis und der deutlichste und einleuchtendste, das denke ich, sind die vielen erfüllten Prophezeiungen allein in dieser heiligen Schrift der Juden und Christen, die wir als die Bibel heute haben dürfen. Die 66 Bücher der Bibel bestehen aus 1189 Kapiteln oder 31176 Versen. Das habe nicht ich ausgerechnet, sondern der Mathematiker und Informatiker Professor Werner Gitt, und ich möchte auch jetzt etwas von ihm zitieren, und zwar was die Zukunftsvoraussagen betrifft. Es gibt in diesen 31176 Versen 6408 Verse mit prophetischen Zukunftsvoraussagen, die also kein Mensch wissen konnte, diese Erfüllungen. Und von diesen Zukunftsvoraussagen haben sich inzwischen bereits die Voraussagen in 3268 Versen erfüllt. Das ist ungefähr die Hälfte. Ja? Dieser 6400, von denen haben sich 3200 Verse erfüllt. Als Beispiele seien genannt etwa die Zerstörung der Stadt Tyrus, die in Hesekiel 26 bis 28 in allen Einzelheiten prophezeit wurde, zum Teil Jahrhunderte vorher. Oder vor allem auch das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, dass er in Bethlehem geboren wurde, dass sie seine Kleider verlosen werden, dass er gekreuzigt wird, auch dass er aufersteht. Und viele Einzelheiten aus seinem Leben und Wirken sind Jahrhunderte vorher bei den alttestamentlichen Propheten vorausgesagt. Ich kann jetzt aus Zeitgründen nicht die ganzen Stellen auflisten, aber wenn ihr eine Bibel habt, etwa die Thomsche Studienbibel, da sind hinten diese parallelen Auflistungen, was im Alten Testament vorausgesagt ist und was im Neuen Bund dann alles erfüllt hat. Dutzende Seiten hier allein mit erfüllter Prophetie in Jesus Christus, und auch ein Beweis, die vielen Voraussagen über Israel, über die Juden, dass sie wieder in ihr Land kommen werden, dass sie zunächst zerstreut wurden, weil sie den Messias abgelehnt haben, aber am Ende wird Gott sein Volk sammeln. Das ist vorausgesagt etwa beim Propheten Hesekiel, nur eine Stelle, Hesekiel 37 heißt es: So spricht Gott, der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraus und bringe euch ins Land Israels. Ich will meinen Atem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen. Und das hat sich buchstäblich erfüllt 1948 und bis heute viele weitere erfüllte Prophezeiungen. Etwa 1968, dass Jerusalem nicht mehr von den Heiden zertreten wird. Lukas 21, 24 war das vorausgesagt, dass eine Zeit kommen wird, wo das aufhört, ja, wo es wieder die Hände der Juden geht. Und es wird sich, genauso wie sich die Hälfte der Verse erfüllt haben, wird sich die andere Hälfte noch erfüllen. Nun aber, was ist hier der Gottesbeweis? Wie gesagt, allein schon diese Tatsache. Jetzt dürfen wir mal die Folie auflegen. Und zwar ist es mal erschienen in einer Schrift des Missionswerks Heugelbach, kennt ihr sicherlich auch. Und hier geht es also um erfüllte Prophezeiungen in der Heiligen Schrift. Ich kann es jetzt hier schlecht lesen von diesem Blickwinkel aus, aber ihr könnt selber lesen. Hier heißt es: Zu den überragendsten Beweisen für die Glaubwürdigkeit der Bibel zählen die erfüllten Prophezeiungen. Auch in dieser Beziehung gibt es kein vergleichbares Buch in der Geschichte der Menschheit. Die 66 Bücher der Bibel, und jetzt kommen wieder diese Kapitel und Verse, 1190 Kapitel, 31.076 Verse
Und davon etwa 6400 Verse in der prophetischen Aussagen und davon etwa die Hälfte erfüllt. Und dann hat hier der Autor das verglichen mit einer Raumrakete, die durch das Weltall rast, zum Sternbild Sirius fährt. Und das ist eine Entfernung von 38,3 Billionen Kilometern von der Erde. Und dann werden überall hier Ameisen aufgelistet in einer Kette. Und nun könnt ihr selber lesen, was da geschieht. Wir lassen es ein Weilchen an der Wand. Kann es jeder sehen, auch von hinten? So, die Schnellsten haben schon gelesen und deshalb mache ich schon mal langsam weiter. Wir nähern uns jetzt den verschiedenen Weltanschauungen oder Ideologien. Ideologie ist die Lehre von einem Bild, von einem auch Eidolon, ein Idol, kennt ihr sicherlich auch. Der Mensch macht sich selber Gegenstände seiner Verehrung. Das Alte Testament spricht hier von Götzendienst, wenn man sich selber Gegenstände seiner Verehrung macht und einen Bilderdienst betreibt. Haben es alle gelesen, dann können wir es wieder wegtun, weil das müsste man nächste Folie auflegen. Und hier ist beschrieben das Wesen der Ideologien im Unterschied zum Evangelium. Zunächst möchte ich vorausschicken, dass die Bibel ganz klar sagt, Gott selber, in 2. Mose 20, Vers 4, du sollst dir kein Bildnis machen, weder von dem, was im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde ist. Aber wie gesagt, diese Ideologien sind regelrechter Bilderdienst. Ja, herzlich willkommen aus Liechtenstein. Ich freue mich, euch wiederzusehen nach 20 Jahren. Nun, ich habe noch Stühle geholt. Und der Unterschied zwischen Evangelium, Religion und Ideologien ist ganz grundlegend. Im Evangelium offenbart sich Gott als Handelnder, dem Menschen und erlöst den, der an ihn glaubt. Das geschieht von oben nach unten sozusagen. Gott kommt zu uns in diese Welt in seinem Sohn Jesus Christus. Und diese Offenbarung erfolgt also, bildlich gesprochen, von oben nach unten. In der Religion dagegen, so kann man sich es bildlich vorstellen, versucht der Mensch von unten nach oben, sich zur Selbsterlösung emporzuarbeiten, zu dem, was er als Gott versteht, durch eigene Werke und Leistungen. Ich habe so formuliert, in den Religionen erwählt sich der Mensch als Subjekt, ein Objekt seiner Verehrung, eine Gottheit, die er sich selber ausgedacht hat, und versucht durch eigene Bemühungen und Werkgerechtigkeit Erlösung zu erlangen. Und in den Ideologien nun, das ist zwar auch eine Art Ersatzreligion, und doch gibt es Unterschiede. Der Mensch leugnet hier in aller Regel jegliche Transzendenz, also überweltliche Realität, dass etwas über den Irdischen noch besteht. Stattdessen wird nur die unmittelbar erfahrbare Wirklichkeit anerkannt. Nur das, was hier fassbar ist und nachprüfbar sozusagen, und der Mensch vergottet sich selber, weil er keinen wirklichen Gott mehr erkennt und anerkennt. Und dabei baut er sich eine Quasi-Transzendenz auf, das heißt eine falsche Überweltlichkeit. Nicht die wirkliche Welt Gottes, sondern eine selbstgemachte, ausgedachte Scheinrealität, die dann besteht aus Idealen, das ist ja verwandt mit Idol oder Ideologie, dieser Begriff auch, Idealen wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das war der Ersatzgott der Französischen Revolution, Liberté, Fraternité, Égalité, oder auch Nation. Ja. Die Nation kann auch zum Gott werden, haben wir in Deutschland schon erlebt, die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch erinnern. Dann auch die Humanität, der freimaurerische Gott, der Weltbruderschaft, des Menschheitstempels, alle Menschen werden Brüder oder ein sanfter Flügel weit. Und da wird die Mitmenschlichkeit über die Verehrung des einzig wahren Gottes in Jesus Christus gestellt und alle Religionen werden vermischt bzw. als relativ erklärt. Dann auch der Wohlstand, natürlich sehr aktuell bei uns, kann auch ein Gott sein. Der Wohlstand,
gewissermaßen der Metamaterialismus in Reinkultur. Wir freuen uns natürlich, dass wir nicht Hunger leiden müssen. Es leiden 1 Milliarde Menschen Hunger auf dieser Erde. Aber der Wohlstand kann auch ein Hindernis sein, um zum Glauben zu finden. Ja, dass man hier sich nur auf das Essen und auf das gute äußere Leben konzentriert und Gott und seine Gnade, der uns ja so reich versorgt, vergisst. Gott, der seine Sonne scheinen lässt über Gerechte und Ungerechte. Auch die Einheit kann eine Ideologie sein. Einheit ohne Wahrheit, Einheit über die Wahrheit in Jesus Christus. Dass also die Einheit die Wahrheit verdrängt, eine große, verhängnisvolle Entwicklung, gerade auch in der Endzeit. Da wird es nicht mehr heißen, Deutschland, Deutschland über alles, sondern Einheit, Einheit über alles, um den Preis der Wahrheit. Auch Autonomie und Übermensch, der Mensch setzt sich selber auf den Thron, erkennt keinen mehr über sich an. Neue Götter werden auf den Thron gesetzt, die nichts mit dem wahren Gott zu tun haben. Und wie es auch im Kommunismus hier erleben musste, das Paradies auf Erden wollte man schaffen aus eigener Kraft. Aber ein kluger Mann hat einmal gesagt, wer auf dieser Welt ohne Gott den Himmel errichten will, der wird der Hölle den Weg bereiten. Nämlich dann kommt die Herrschaft des Menschen über den Menschen. Und der Mensch ist nicht so barmherzig wie Gott, weil der Mensch von der Sünde geprägt ist. Das widerspricht jeglichem Humanismus, wo man den Menschen als von Natur aus gut ansieht. Ich komme darauf gleich noch zurück. Und hier wird die Ideologie zur Quasi-Religion, zur Ersatzreligion. Ja. Auch der Kommunismus, auch der Nationalsozialismus, sie haben alle religiöse Elemente gehabt. Wir haben gestern in Chemnitz verschiedene Schüler und Schülerinnen gesehen, die die Urkunde hatten mit der Jugendweihe. Ja. Man braucht so irgendwas wie Religion, und wenn es auch nur eine Jugendweihe ist, eine Art Initiationsritus zum Erwachsenwerden. Das hat man übrig gelassen, aber es hat nichts mehr mit Gott zu tun. Dann hat man einfach versucht zu streichen. Der Dogmatikprofessor und Beteiligte am ersten und zweiten Kirchenkampf, Professor Walter Künneth, hat einmal 4 Eigenschaften als Grundelemente einer Ideologie, einer Weltanschauung herausgearbeitet. Das habe ich hier auch aufgelistet. Es sind ein paar Fremdworte, aber ich versuche es immer zu erklären. Und zwar die Immanenz, Fundierung und Orientierung. Das heißt, die Ansicht, dass es nur das Diesseits gibt. Diese uns bekannte raumzeitliche Welt, und diese gilt es zu beeinflussen und zu verändern. Dann der anthropologische, ja geradezu anthropozentrische Denkansatz. Das heißt, man kreist immer nur um den Menschen. So wie übrigens auch bei der neuen europäischen Verfassung, die jetzt verabschiedet werden soll in diesen Monaten. Da kommt Gott nicht vor. Lediglich noch das religiöse Erbe. Dazu konnte man sich durchbringen. Aber kein Bezug zu Gott oder gar zu christlichem Abendland, wie es bisher ja noch von vielen behauptet wurde, dass wir in einem christlichen Abendland leben. Das ist spätestens mit der neuen EU-Verfassung abgeschafft. EU wohin? Ja, übermorgen, so Gott will, und wir reden darüber, sprechen, die Entwicklung in Europa. Dann eben dieser anthropologische Denkansatz, der Glaube an den Menschen und seine angeblich unbegrenzten Möglichkeiten. Aber es muss nur ein kleines Virus kommen, ein Bakterium, und schon liegen wir im Bett. Ja? Können wir nichts mehr machen. Alexander der Große, er hat fast die ganze damalige Welt erobert, aber mit ungefähr 30 Jahren hat er Malaria bekommen und war innerhalb weniger Wochen tot. Ja? So schnell waren die ganzen großen Pläne zunichte gemacht. Möge das für ihn eine Lehre sein. Der Mensch und seine angeblich unbegrenzten Möglichkeiten kennzeichnen jeder Ideologie. Der Mensch wird dabei, und das klingt gegensätzlich, entweder biologisch materialistisch verstanden, nur als Tier oder Maschine, so buchstäblich im Behaviorismus eines Skinner etwa, vielleicht habt ihr schon gehört, wo dann der Mensch wie eine Maschine reagiert, wenn man einem Hund ein Stück Fleisch hinhält, dann schnappt er zu. Wenn man dem Mensch gewisse Eindrücke gibt, dann reagiert er auf eine ganz bestimmte, vorausberechenbare Weise. Dazu gehört auch die ganze Werbung. Die Werbung stimuliert uns in eine ganz bestimmte Richtung. Und auch die Propaganda in der Ideologie. Die Farbe Rot ist mir aufgefallen. Ich möchte das nicht in die Politik hier sagen, aber beim Herfahren ist mir aufgefallen, dass die beiden extremen Parteien hier im Osten, ob es jetzt ganz links oder ganz rechts ist, die gleiche revolutionäre Signalfarbe gebrauchen auf ihren Plakaten. Ist ja kaum aufgefallen, dieses leuchtende Rot. Nicht?
Also die Extreme berühren sich, sagt man auch über die Ideologien. Les extrêmes se touchent, ein geflügeltes Wort aus dem Französischen. Die Extreme berühren sich. Die äußersten Enden kommen irgendwo wieder zusammen, in ihrer Radikalität auch. Obwohl sie gegensätzlich scheinen. Und dann entweder biologisch materialistisch oder der Mensch wird liberal idealistisch gesehen, er sei von Natur aus frei und gut, oder eben dann kollektivistisch. Der Mensch als Gesellschaftswesen, der Einzelne ist nichts, das Volk ist alles, oder der Einzelne ist nichts, die Arbeiterklasse ist alles, wie man es ja alles schon gehört hat. Und dann bildet die Ideologie eine soteriologisch-kulturische Tendenz. Entschuldigung, wenn ich das hier zitiere, ich stand von Künert, die Formulierung. Das heißt, es wird eine Heilsbotschaft angeboten, Soteria, und die ist dabei, die gute Menschheit zu schaffen. Das heißt, diese Heilsbotschaft, das Paradies auf Erden, die befriedete Gesellschaft oder das tausendjährige Reich, das dritte Reich, alles das waren ideologische Ziele, ein Heilsversprechen, das aber nicht gehalten werden konnte. Denn der Mensch ist des Menschen Wolf, wenn er keine Vergebung und Versöhnung durch Jesus Christus erfahren hat. Und schließlich auch ein viertes Kennzeichen, ein gesetzlicher Aktivismus. Das heißt, das angestrebte Heil kann und muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, wenn nötig, auch gewaltsam herbeigeführt werden. Geradezu paradox. Man will das Heil mit Gewalt herbeiführen. Wenn die Leute nicht spuren, dann müssen sie halt in die Spur gebracht werden. Mit entsprechenden Methoden. Nicht? Mit Überwachung, mit Verfolgung, mit Gefängnis, vielleicht auch sogar mit Tötung. Wie es viele unserer Geschwister erleben in kommunistischen und islamischen Ländern, die eingesperrt oder auch getötet werden, auch heute noch. Nordkorea ist einer der schlimmsten Christenverfolger in der kommunistischen Welt, auch heute noch. Während in Südkorea es sehr, sehr viele Christen gibt. Ja, ich denke, dass die Südkoreaner aufbeten für ihre Geschwister in Nordkorea und dass irgendwann der Herr auch dort den Sieg davonträgt. Wir wollen auch dafür beten. Eine Ideologie ist damit aber alles andere als tolerant, sondern intolerant. Und so besitzt sie auch vier Merkmale, das noch ganz kurz, vielleicht auch ein bisschen höher machen. Einen Absolutheitsanspruch, das heißt, die Ideologie ist allein wahr, sie hat immer recht, jede Konkurrenz muss unterdrückt werden. Eine Duldung anderer Ideologien oder Religionen kann nur aus diplomatischen oder taktischen Gründen erfolgen und auch nur für einen begrenzten Zeitraum. Nur aus taktischen Gründen des Gesprächs und der Machterweiterung des eigenen ideologischen Ansatzes. Dann hat sie eine universalistische Intention, das heißt, universell möchte sie alle Lebensbereiche der Gesellschaft und des Einzelnen beherrschen. Es darf kein Fleckchen ausgespart werden. Ja, kein Fleckchen. Ich sage es mal so, vielleicht versucht man deshalb auch jetzt in Deutschland die Kinder schon in frühester Zeit von den Eltern wegzunehmen. Auch eine ideologische Entwicklung. Wie sie Krippenplätze schon ab 2 Jahren jetzt einrichten, umso mehr kann man die Kinder dann staatlich beeinflussen und von christlichen Elternhäusern entfremden. Ich bin kein Freund dieser frühen Entfremdung von Mutter und Kind, sondern die Kinder brauchen gerade in dieser frühen Zeit die Eltern, die Mutter besonders auch. Aber das war auch eine Taktik, diese Ganztagsschulen und Krippenplätze im frühesten Stadium möglichst früh weg vom beschützenden Elternhaus. Absolutheitsanspruch, universalistische Intention und eben auch Religionsersatz und psychologische Symptome, nämlich der Anhänger der Ideologie hat dies auch unbedingt ergeben zu sein und Andersdenkende zu bekämpfen, vielleicht sogar zu hassen. Scheinbare Toleranz kann aber auch eine Ideologie sein. Wir wissen, dass die Toleranz so groß auf ihre Fahnen geschrieben haben, gegen bibeltreue Christen äußerst intolerant werden können, wie es etwa jetzt auch bei Christibel zu sehen war, ja, wo man nicht einmal 2 Seminare unter etwa 300 Seminaren akzeptieren konnte, wo es um Heilung von Homosexualität ging und auch um Schutz des ungeborenen Kindes im Mutterleib. Das konnte man nicht mehr tolerieren. Da hat man dann große Anfragen gestartet im Bundestag gegen die sogenannten Fundamentalisten, die daran festhalten, dass nur Mann und Frau einander heiraten sollen, wie es die Bibel sagt, ja, und dass das ungeborene Kind auch ein Lebensrecht hat. Ja, und da gibt es
gibt noch viel mehr Ideologien. Man kann sagen, sämtliche Ismen können ideologisch eben entartet sein, etwa Nationalsozialismus, Marxismus und auch Neomarxismus, Frankfurter Schule. Kapitalismus ist auch eine mächtige Ideologie. Es kann über Leichen gehen, ja, wo der reine Kapitalismus regiert. Arbeitslosigkeit, ungerechte Bezahlung. Der begründete Ansatz bei Marx war ja, dass er die Ungerechtigkeit des Kapitalismus aufgedeckt hat. Aber in seinem eigenen falschen Menschenbild vom angeblich guten Menschen hat er eben dann ein anderes ideologisches System aufgerichtet, das noch grausamer war letztendlich. Und dann auch der Evolutionismus ist eine Ideologie, die keine andere Meinung zulässt. Ja, es kann keine Schöpfungslehre daneben existieren oder darf nicht existieren, wird mit allen Mitteln unterdrückt, auch heute. Sogar vom Europarat wurde eine Erklärung verfasst, dass die biblische Schöpfungslehre geächtet und verfolgt werden muss. So letztes Jahr verfasst. Wir haben in unserem Zeitjournal auch darüber berichtet. Auch der Humanismus, der Glaube an den guten Menschen, auch der Ökumenismus, der Glaube an die eine Welt mit der einen Religion, woraus dann nach Offenbarung 13, 17 und 18 letztendlich die Anbetung des Antichristen erwachsen wird. Der Liberalismus, diese angebliche völlige Freiheit, die aber dann in Zügellosigkeit umschlägt. Der theologische Modernismus, auch eine Ideologie, wo auch in Deutschland es weitgehend nur ein Monopol der Bibelkritik gibt, nennt sich dann liberal, aber es wird eine bibeltreue Position so gut wie nicht geduldet an staatlichen Fakultäten bis heute. Ist eine sehr schwierige Sache. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus, etwa in den USA. Aber hier ist eine Monopolisierung in der Ausbildung. Theologischer Modernismus oder Liberalismus, dann die One-World-Ideologie und eben auch gewisse psychologische, soziologische, ethnologische, humanwissenschaftliche und andere Schulen. Jetzt aber, wie viel Zeit bleibt mir denn noch? Jetzt möchte ich anfangen mit dem Thema. Nee, wir sind natürlich schon mittendrin, wie ihr hoffentlich gemerkt habt, aber jetzt denke ich, ist der Zeitpunkt, wo die Jugend, glaube ich, noch ein Lied singen wollte. Thank you.
bezweifelt. Wir haben jetzt ja diese neue Atheismuswelle, Richard Dawkins und andere Autoren, die in einer äußerst aggressiven Form gegen den biblischen Gottesglauben argumentieren, allerdings weniger argumentieren als polemisieren, muss man leider auch sagen, also sehr kämpferisch und zum großen Teil auch unsachlich. Es wird vom Atheismus ja nicht erst seit heute behauptet, es gäbe keinen Gott, sondern das ist eine Strömung, die so alt ist wie die Menschheit, denn schon, ich habe es gestern zitiert, in der Urgeschichte, bei dem Sündenfall, 1. Mose 3, kommt ja die Schlange auf die Menschen zu und sagt, sollte Gott gesagt haben, dafür birgt sich auch schon ein bisschen Atheismus, sollte Gott gesagt haben, aber auch sollte Gott gesagt haben, gibt es überhaupt einen Gott? Ja, die Frage wird auch schon hier in den Raum gestellt von der Schlange, in der sich ja Satan drückt. Der Begriff Atheismus kommt von Atheos, kein Gott. Es ist die Unkenntnis oder Bestreitung der Existenz Gottes. Ursachen des neuzeitlichen Atheismus sind vor allem die wachsende Weltbemächtigung des Menschen durch Mittel der modernen Technik, die Entheiligung der Welt, das hat kein Geheimnis mehr, es ist alles so entschlüsselt angeblich, aber wirklich ernsthafte Naturwissenschaftler sind oft gläubig, weil sie merken, sie kommen an Grenzen und merken, dahinter verbirgt sich ein Geheimnis, das Gott in diese Schöpfung gelegt hat. Dann auch die sogenannte Emanzipation oder Selbstverwirklichung des Menschen, die Lösung aus allen überkommenen Strukturen und Traditionen. Und auch der Kritizismus, also die Bibelkritik, die entsprechende, ja, sage ich mal, glaubenslose Auslegung der Schrift durch ungläubige Theologen. Einflussreiche Vertreter des Atheismus in der Neuzeit sind vor allem Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Dorothee Sölle und andere. Zuletzt eben Richard Dawkins und auch seine Anhänger. Nur vier Beispiele. Ludwig Feuerbach war ein deutscher Philosoph des 19. Jahrhunderts und er behauptete, Gott sei nichts anderes als eine Projektion. Der Mensch wünsche sich Vollkommenheit und Größe, weil er das selber nicht besitze, projiziere er das gewissermaßen an den Himmel, so wie einen Scheinwerfer und stelle sich dann vor, das sei Gott. Das ist nun wirklich auch kein biblischer Gott, wenn man diese Projektion annimmt, aber er hat völlig die Offenbarung des wirklichen Gottes ausgeblendet. Karl Marx aber knüpfte an Feuerbach an und bezeichnete Religion als Opium für das Volk, als Rauschmittel, ja, wo der Mensch unmündig gehalten wird und nicht wirklich hier auf Erden seine Probleme anpackt. Biblischer Glaube allerdings macht uns nie passiv, sondern führt uns zum Engagement, auch für die Menschen, die Not leiden. Wer die Bibel wirklich liest, weiß genau, dass Christen diejenigen sind, die am aktivsten die Mängel und die Armut dieser Welt bekämpfen. Da gab es etwa auch Wichern zur Zeit von Marx, der das Raue Haus gegründet hat und viele andere Sozialwerke, die sich gerade um die Notleidenden gekümmert haben und auch bis heute kümmern. Also es war keineswegs so, dass Religion Opium für das Volk sei. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, sprach von Gott als von einer kollektiven Neurose, also einer Massenkrankheit im psychischen Bereich oder im neurotischen Bereich. Der Mensch bildete sich Gott nur ein und das sei ein krankhafter Zustand, wird behauptet. Und Friedrich Nietzsche, der Gottesgegner, der im geistigen Wahnsinn endete, die letzten 10 Jahre in geistiger Umnachtung zubringen musste, er verkündete anstelle von Gott, der tot sei, den Übermenschen, der sich aus allen Fesseln religiöser Versklavung löse und der Erde treu bleibe, so etwa in Zarathustra. Gott ist tot, ich verkünde euch den Übermenschen. Das ist ein Zarathustra, aus der persischen Religion übrigens stammend, ausrufen. Aber Nietzsche kam zu einem so erbärmlichen Zustand, dass er sogar Pferde anbetete am Schluss und ähnliches tat und dann wurde er eingeliefert, völlig geistig umnachtet. Nun, was kann man dazu sagen? Ich habe ja schon diesen Gottesbeweis gebracht aus der prophetischen Offenbarung, wie viel sich erfüllt hat. Das hätte kein Mensch schreiben können. Und diese Wahrscheinlichkeit, dass das eintrifft, ihr habt es vorhin auch an der Wand gesehen, liegt bei 1,7 mal 10 hoch 984, eine 17 mit 984 Nullen, dass das alles Zufall ist, dass die biblischen Voraussagen genauso eingetroffen sind. Also das ist kein Zufall mehr, das ist göttliche Planung. Ganz eindeutig. Eine 10
hoch minus 384. Und dann gibt es auch, jetzt wollen wir mal eine Folie auflegen, die nächste, auch in der philosophischen Tradition verschiedene Gottesbeweise. Die würden allerdings nicht ausreichen, wenn nicht Gottes Offenbarung grundlegend dem vorausginge, dass sich Gott wirklich geoffenbart hat, und zwar in der Schöpfung schon. Wer wirklich Augen hat, die Schöpfung zu betrachten, der sieht, dass darin ein Planer ist, dass Gott einen vernünftigen Plan hineingelegt hat. Und manche dieser Gottesbeweise im kosmologischen Bereich auf der unteren Hälfte zu sehen, knüpfen ja daran an, an dem, was man erkennen kann aus der Schöpfung, wie es auch in Römer 1 heißt, ja. Auch die Heiden haben Gott erschauen können aus seinen Werken, aber ihr Sinn ist verblendet, ihr Herz ist verfinstert worden durch die Sünde. Deshalb ist es nur noch ein Ahnen geblieben bei Ungläubigen und bei Heiden. Sie ahnen nur noch, dass da eine höhere Macht sein muss, aber ihr Herz ist verfinstert. Und es kann aber wieder geöffnet werden, dieses innere Auge des Glaubens, wenn sie die Offenbarung Gottes in seinem Wort, die Bibel ernst nehmen und vor allem in seinem Sohn Jesus Christus. Alleine Jesus Christus ist die vollkommene, endgültige und heilbringende Offenbarung Gottes des Vaters erfolgt, indem er auf Golgatha sein Blut für uns vergossen hat, indem er in diese Welt kam, um uns zu erlösen. Und offenbart sich also in der Schöpfung, in der Heiligen Schrift, in der Geschichte, vor allem auch in der wunderbaren Führung seines Volkes Israel und durch zahlreiche erfüllte Prophezeiungen, wie schon ausgeführt, und auch im Gewissen, selbst der Heiden, das hat Immanuel Kant festgehalten, dieser moralische Gottesbeweis, den ihr in der Mitte seht, von Immanuel Kant, den einzigen, den der große Königsberger Philosoph stehen ließ, das moralische Gewissen in mir und auch der gestirnte Himmel über mir, das waren für ihn Gottesbeweise, die er hat stehen lassen, während er einige dieser anderen Gottesbeweise, vor allem den ontologischen, des Anselm von Canterbury, abgelehnt hat. Er sagte, das sei eine bloße Tautologie, das würde sich im Kreise drehen, diese Argumentation. Ich werde jetzt aus Zeitgründen das nicht alles mit euch durchgehen oder vorlesen, aber ihr könnt so ein bisschen nebenher das auch lesen, wie diese Gottesbeweise ablaufen. Ich möchte vielleicht nur einen mit uns nochmal betrachten, diesen kosmologischen Gottesbeweis. Kosmos, die Welt, ja, also von dem Geschaffenen ausgehend. Es ist also der Beweis aufgrund der Beschaffenheit der Welt. Die klassische Form findet sich bei Anselm von Canterbury im Mittelalter in seinem Monologion. Und das geht eben so, dass erstens gesagt wird, es gibt in der Welt eine große Mannigfaltigkeit zahlloser verschiedener Güter. Diese Güter sind in verschiedenem Grade gut. Sie haben ihr Gutsein aufgrund von irgendetwas, das ihnen allen gleichermaßen zukommt und einen Wert verleiht. Dieses Etwas ist in höchstem Grade gut und besitzt sein Gutsein in sich selbst. Und dieses höchste Gute und höchste Große ist Gott. Und dieser Beweis hängt dann zusammen mit den anderen, weiter unten aufgeführten Beweisen der Kausalität, Kontingenz und der Kinesis, also der Bewegung, dass also alles, was existiert, eine Ursache haben muss. Eine Ursache, dass es eben geschaffen hat. Nichts kommt von nichts, sondern es muss einen Urheber geben. Darauf laufen diese Beweise hinaus. Und wenn man heute das Universum anschaut, im kleinen Bereich, im Mikrokosmos, Bakterienwelt, Virenwelt und überhaupt die Welt unter dem Mikroskop und auch die Welt im Großen, die Sternenwelt, die ganzen Universen, dann kann man wirklich nur in Staunen und ins Anbeten kommen. Und wenn man auch sieht, wie wunderbar gestaltet man das menschliche Auge ist, das menschliche Gehirn, jede Zelle schon, jedes Bakterium, dann muss ein Mensch, der wirklich denkt, sagen, das ist kein Zufall, da steckt ein Planer dahinter. Das ist so perfekt gestaltet und so wunderbar, dass wir nur Gott anbeten können. Darauf laufen auch diese Beweise hinaus, die wir jetzt nicht alle im Einzelnen betrachten wollen. Ich habe den in verschiedenen Büchern weiter entfaltet, die außen aufliegen, wenn das interessiert. Nun möchte ich mich aber dem Humanismus nähern. Nur die Folie wegmachen, ausschalten. Dem Humanismus, Humanum, das Menschliche, der Glaube an den guten Menschen. Es wird behauptet, etwa von Jean-Jacques Rousseau, dem großen französischen Philosophen, dass der Mensch von Natur aus gut ist, er werde erst durch die Gesellschaft verdorben. Stimmt das mit der biblischen Aussage überein? Es heißt in 1. Mose 8, Vers 21, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist
Böse von Jugend auf. Das widerstreitet unserem Stolz. Von Natur aus wollen wir natürlich sagen, wir sind gut, wir sind perfekt, wir können alles als Menschen. Aber, liebe Freunde, es entspricht auch nicht unserer Erfahrung, wenn wir behaupten, wir seien alle von Natur aus gut. Wir kommen sehr schnell an unsere Grenzen. Die Bibel kennt eine ganze Liste von Sünden, die aufgrund der Ursünde des Hochmuts sich weiter entfalten, der Ursünde des Unglaubens. Die Ursünde ist ja, dass der Mensch sich selber an Gottes Stelle setzen möchte. Und daraus kommen die ganzen weiteren Sünden. Eben Stolz, auch im Umgang mit anderen, Neid, Hass, Eifersucht, Lieblosigkeit, Unzucht, all diese Dinge, Lüge auch. Das kommt alles aus diesem Abfall von Gott, dass man selber nur sich verehren möchte. Dieser heillose Egoismus des nicht wiedergeborenen Menschen. Im Psalm 51, Vers 7 heißt es, siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Da wird etwas angedeutet von dieser Erbsünde oder Ursünde, die von Natur aus in unseren Gliedern steckt. Man mag sich jetzt biologisch vorstellen oder einfach durch geistige Fortpflanzung, wie auch immer. Jedenfalls hat sich dieser Geist der Rebellion von Adam und Eva, von den ersten Menschen her, immer weiter fortgepflanzt und wird auch im Menschen bleiben. Und das kann auch nur verändert werden, wenn der Herr Jesus uns erneuert durch seinen Heiligen Geist und durch sein Blut, das er vergossen hat. Durch sein Blut werden wir reingewaschen. Das ist wunderbar und auch der einzige Weg zur Erneuerung. Wir werden dadurch auch nicht vollkommen gut wie Gott, bekommen aber ein neues weißes Kleid. Und ja, wenn das befleckt ist, dürfen wir Buße tun, dass der Herr uns einfach reinigt. Soweit ganz kurz zum Humanismus, aber was uns jetzt vielleicht noch mehr interessiert, im letzten Teil möchte ich es noch ausführen, ist der Feminismus, lateinisch femina, die Frau. Nun, ich bin auch überzeugt, dass Mann und Frau gleichwertig sind und vor Gott einfach die gleiche Würde haben. Ganz klar, der Herr Jesus hat auch viele Frauen in seinem Gefolge gehabt und Frauen waren die ersten Zeuginnen der Auferstehung. Eine Frau hat Jesus die Füße gewaschen vor der Kreuzigung. Also so viel, wie im Neuen Testament über Frauen berichtet wird, findet sich kaum in irgendeinem anderen Buch der religiösen Literatur, wenn man einmal so sagen will. Und doch möchte die heutige Frauenbewegung nicht nur die Gleichstellung der Frauen durchsetzen, sondern die Gleichmachung der Geschlechter. Das heißt, die Aufhebung der gottgegebenen geschöpflichen Unterschiede. Der modernste Begriff hierzu ist momentan Genderismus. Wer hat davon schon gehört? Gender oder Gender, die Genderideologie, ja, einige. Und zwar ist es ja so, dass Gott uns geschaffen hat als Mann oder als Frau. Ich denke, das wird kaum einer von uns jetzt leugnen oder beschreiben wollen. Oder? Ja, ich frage jetzt mal nicht. Aber die Genderideologie, die sagt, wir werden nicht als Mann und Frau geschaffen, sondern entwickeln uns durch unsere Prägung, durch die gesellschaftliche Entwicklung zu Mann und Frau und können auch diese Geschlechterrolle wieder ändern. Das heißt, es ist keiner festgelegt auf sein Geschlecht, wird behauptet. Und dann gibt es eben zunächst mal Transvestismus, dass man den Kleider so vertauscht oder auch bis hin zu Geschlechtsumwandlungsoperationen. Das nimmt ja auch zu. Ich will keine Frau sein, will ein Mann sein, will auch alle Zugänge haben und so. Oder ich will kein Mann sein, will eine Frau sein, will mehr das Weibliche ausstrahlen. Solche Ansichten. Nun, vielleicht hat wirklich jemand Probleme, seine Rolle anzunehmen. Und natürlich hängt damit auch das Problem der Homosexualität, des Lesbianismus zusammen, was heute auch sehr viel diskutiert wird. Was sagt die Bibel dazu? Und was sagt auch die alltägliche Erfahrung dazu? Eine einfache Erfahrung ist folgende. Wenn Homosexualität und Lesbianismus Gott gewollt wären, ich habe es auch vorgestern schon gesagt, dann säße keiner von uns hier. Ja. Müsste an sich jedem auch einleuchten, auch dem, der noch kein Gotteskind ist oder die Bibel noch nicht kennt. Könnt ihr das nachvollziehen? Dann würde sich die Menschheit nicht fortpflanzen. Natürlich versucht man heute jetzt auch, ohne dass Mann und Frau miteinander in Kontakt kommen, Kinder zu zeugen, wenn man irgendwelche, jetzt will man schon aus dem Rückenmark Samenzellen gewinnen, ich weiß nicht genau, wie das gehen soll, aber der Mensch ist zu den verrücktesten Sachen fähig in dieser endzeitlichen Entwicklung und kennt auch keine gottgegebenen Grenzen mehr. Er wird aber damit scheitern, das ist ganz klar. Gott wird nicht alles zulassen, was der Mensch sich ausdenkt. Aber
Ganz klar, Mann und Frau sind füreinander bestimmt und nicht Mann und Mann oder Frau und Frau. Wir wollen auch Menschen, die hier vielleicht anders empfinden, helfen, dass sie zur gottgegebenen Schöpfungsordnung finden oder zurückfinden. Homosexualität ist nicht angeboren, sondern durch eine Fehlprägung in der Kindheit entstanden und kann auch durch, durch Therapie, aber vor allem durch die Hilfe Gottes geheilt werden. Da gibt es viele Erfahrungsberichte und Zeugnisse auch von solchen, die ja, zu einer schöpfungsbestimmten Sexualität gefunden haben. Dann ist der Feminismus auch verbunden mit der Verehrung des Weiblichen auf allen Gebieten. Manche Feministinnen gehen wieder sogar zurück bis zur Verehrung heidnischer Muttergottheiten. Ja. Und auch diese neue verfälschte Bibel in ungerechter Sprache, möchte ich es mal nennen, wird überall das Weibliche betont, außer in einem Fall. Der Teufel bleibt männlich. Selbst, das heißt nirgends Teufelin. Also ich möchte euch das nicht empfehlen zu kaufen, dieses Machtwerk, es ist ein gotteslästerliches Machtwerk. Aber der Teufel bleibt hier männlich. Ja, das lässt tief blicken, ne? Diese Ideologie. Also das Männliche ist das Böse. Aber die Bibel sagt, dass Mann und Frau gleichermaßen von Natur aus böse sind und Vergebung brauchen. Weder kann der Mann die Frau erlösen, noch die Mann, die Mann sage ich schon, ja, wenn sie so weit kommen, nein, dieser Ideologie, noch der Mann die Frau, noch die Frau den Mann, so wollte ich sagen. Weder das eine Geschlecht, das andere, noch, ihr versteht, was ich sage. Nein, es benötigt die Vergebung von oben, von Gott her, der seinen Sohn gesandt hat. Das ist der einzige Weg zur Erlösung. Allein sein Blut und nicht, wie manche in gotteslästerlicher Weise behaupten, das Menstruationsblut der Frau hat Erlösungskraft, sondern allein das Blut des Sohnes Gottes, in dem wir an sein Opfer glauben und das im Glauben annehmen, das er stellvertretend für uns vollbracht hat. Der Historiker Professor Lutz von Padberg hat über den Feminismus einmal Folgendes geschrieben. Der Feminismus entstand im Zusammenhang mit der Studentenrevolution der 60er Jahre und dem Kampf gegen den Paragraphen 218, der deutsche Abtreibungsparagraf. Der Feminismus wurzelt ideologiegeschichtlich in den Idealen der Subkultur, der neomarxistischen Emanzipationsidee, der kritischen Theorie und der Anthropoontologie der Hoffnung von Ernst Bloch. Also es kommt sehr stark aus dem Sozialismus, weil man nicht durch die Arbeiterklasse die Gesellschaft verändern konnte, will man es jetzt durch die Frauenklasse tun, indem man die Frauen gegen die Männer aufhetzt, gegen die sogenannte patriarchalische Gesellschaft. Und natürlich, möchte ich auch sagen, gab es berechtigte Gründe auch, eine einseitige Ausübung von Gewalt und Ungerechtigkeit durch eine Männerwelt zu kritisieren. Das sei natürlich auch gesagt. Es hatten Frauen zum Beispiel bis vor etlichen Jahrzehnten auch kein Wahlrecht. Nur als ein Beispiel. Das wurde aber alles durch die klassische Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts verändert. Die war noch im biblischen Rahmen, aber die moderne Frauenbewegung des 20. Jahrhunderts geht weit über die biblische Vorgabe hinaus, indem sie eben nicht mehr nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern die Gleichmachung durchsetzen möchte. Das ist ein wichtiger Unterschied. Also nicht Gleichberechtigung, sondern Aufhebung der gottgegebenen Unterschiede. Und damit ist es eine antichristliche Bewegung geworden. Sie wendet sich gegen Gott und seinen Sohn Jesus Christus und versucht die Erlösung einem der Geschlechter zuzuteilen. Und dabei wendet sie sich besonders gegen die Familie. Padberg schreibt, der Feminismus strebt eine Kulturrevolution an. Eine Kulturrevolution. Deren Ziel letztlich das androgyne Wesen, das heißt das mann-weibliche Wesen, ein Mischwesen, als neuer Mensch einer friedlichen Welteinheitsgesellschaft ist. Dient also auch zum Reich, zum Aufbau dieses Welteinheitsreichs, hinter dem sich letztendlich der Antichrist dann zeigen wird. Und so schreibt auch von Padberg, Ausdruck jener prometheischen, das heißt menschlich selbstüberheblichen Grundhaltung, die in antichristlicher Einstellung ein determiniertes Bild von der Geschichte hat, die Entfremdung des Menschen auflösen zu können glaubt und meint, das Paradies auf Erden aus eigener Kraft bilden zu können. Zitat Ende. Und die Strategien dieser feministischen Bewegung, man höre reichen von der großen Verweigerung
über den totalen Klassenkampf bis hin zur handgreiflichen Vernichtung der Männer. So gab es ein Buch einmal von Maria de la Costa, Die Macht der Frauen in der Umsturz der Gesellschaft, und auch ein Buch mit dem Titel Vernichtung der Männer. Das kann sicherlich keine christlich verantwortbare Lösung sein. Ne? Man lacht aber, manche versteigen, nicht alle, ja, aber manche versteigen sich zu einer dermaßen großen Radikalität. Nun muss ich aber eigentlich zum Ende kommen. Es ist ja noch eine Bibelstunde, keine zwei. Morgen. Aber die Themen sind ja, denke ich, doch sehr brennend. Was sagt die Heilige Schrift nochmals dazu? Ich möchte es mal systematisch erwähnen. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie, Mehrzahl, als Mann und Frau. Steht ganz klar in 1. Mose 1, Vers 27. Die biblische Schöpfungsordnung kennt den Menschen nicht als zweigeschlechtliche Zwitterwesen, sondern von Anfang an als Mann und Frau in ihrer jeweiligen Geschlechtlichkeit, was vollends am Fruchtbarkeitssegen deutlich wird. Ein Segen. Seid fruchtbar und mehret euch. Die Geschlechter sind nach biblischer Aussage gleichwertig, aber nicht gleichartig. Jedes Geschlecht hat seine Eigenarten, Stärken und Schwächen von der Anlage her mitbekommen. Und gerade die Unterschiede zwischen Frau und Mann oder Mann und Frau bereichern die Schöpfung ungemein. Das wird jeder bestätigen, der sich auch schon mal verliebt hat. Und die Unterschiede dürfen allerdings nicht zur Unterdrückung und Ausbeutung des Schwächeren benutzt werden. Das ist natürlich die andere Seite. Ja? Weder von der einen Richtung noch von der anderen. Das, was die Männer früher getan haben, sollten die Frauen jetzt auch nicht tun, nämlich das andere Geschlecht zu unterdrücken, sondern es sollte ein liebevolles Verhältnis sein. Und wenn in der Bibel von der Unterordnung die Rede ist, in Epheser 5, die Hauptordnung des Mannes, ja, und die Hingabe der Frau, so geht das Hand in Hand. Das heißt nämlich, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter und ihr Männer liebet eure Frauen. Und ich denke, die Liebe ist genauso eine Herausforderung wie die Unterordnung. Gerade für den Mann, die Frau zu lieben und die Frau sich dem Mann unterzuordnen. Gott hat ja genau die Schwachpunkte auf beiden Seiten angesprochen. Die Frau ist von Natur aus an sich hingebend bereiter, von ihrem ganzen Wesen her. Und der Mann ist sehr aktiv, so in der Welt auch tätig, immer wieder. Und da sind die Männer aufgerufen, ihr Heim, ihre Familie nicht zu vergessen, sondern diese Liebe auszuströmen und schützend die Hand über die Frau zu halten. Und dann wird die Frau sich auch gerne unterordnen, dem männlichen Haupt, gemäß Epheser 5. Wir dürfen diese Hauptstellung aber nicht umkehren, wie es heute leider immer öfter geschieht, auch bis hinein in kirchliche Kreise. Ja, und dann auch die Einehe ist die einzige, die Gottes Schöpfungsordnung entspricht und die durch ihre Dauerhaftigkeit die nötige Geborgenheit für Ehe und Kinder garantiert. Heute wollen ja manche schon die Polygamie durchsetzen, mit Berufung auf manche Stellen im Alten Testament zum Beispiel. Der Mensch ist ja sehr erfindungsreich, ja, wenn er seine eigenen Lüsten frönen will. Aber der ursprüngliche Wille Gottes, den der Herr Jesus ganz neu betont hat, ist ganz klar die Einehe. Ja. Mann und Frau in 1. Mose 1 und 2. Dazwischen kommt eine Zeit lang die Polygamie in Israel vor. Aber sie wird von Gott allenfalls zeitweilig geduldet, aber meistens ist es nicht mit Segen verbunden. Es kommt ein großer Fluch daraus, gerade auch schon bei Abraham mit Hagar und Sarah, ja, diese dauernden Konflikte mit Ismael und Isaak, was sie bis heute fortpflanzt aus verschiedenen Beziehungen, die er gepflegt hatte, und dann auch bei Salomo mit seinen 1000 Frauen, die ihn letztendlich dann zum Götzendienst geführt haben. Also damit kann man das nicht begründen, dass das jetzt alles heutzutage noch normal sei. Aber es kommt auch in unserer Gesellschaft, wir werden sehen, es geht immer weiter abwärts auf sexualethischem Gebiet und auch überhaupt in dieser endzeitlichen Entwicklung des Glaubensabfalls. Wir wollen hier standhaft bleiben und die Bibel ernst nehmen. Und zur Homosexualität und anderen Entartungen vom biblischen Schöpfungsglauben weg spricht die Bibel ganz deutlich, etwa in Römer 1, dass Gott sie dahin gegeben hat, dass Mann mit Mann Schande getrieben haben, der natürlichen Verkehr empfangen, desgleichen auch die Frauen. Da kann man nicht sagen, das sei eine zeitbedingte Aussage, sondern es ist eine ganz klare Abweichung von der Schöpfungsordnung, die schon im ersten Buch Mose grundgelegt ist. Aber wie gesagt, es gibt auch hier Heilung, Befreiung, Vergebung und Neuanfang. Wir wollen das auch jedem zusprechen, der unter solchen Dingen leidet.
Nur heute gibt es eine sehr aggressive Bewegung, die sich nicht mehr heilen lassen möchte. Und die versuchen, das ist eine kleine Gruppe von 2000 Aktiven, habe ich mir sagen lassen, die versuchen nun die christliche Botschaft auf diesem Gebiet mundtot zu machen, bis hin zu den Antidiskriminierungsgesetzen, die wir jetzt in Deutschland immer stärker bekommen, dass man am Schluss nicht mehr Sünde Sünde nennen darf. Eine sehr bedrückende Entwicklung. Ich habe ein Buch auch dabei mit dem Thema Diktatur Europa, wo das alles, diese endzeitliche Entwicklung sehr drastisch auch durch Zitate dargestellt wird. Zur Abtreibungsfrage muss ich hoffentlich nicht viel sagen. Der Mensch ist in jedem Stadium Mensch. Die befruchtete Zelle ist die kleinste Form des Menschen. Denn wenn man dieser Zelle Nahrung und Zeit gibt, kommt ein Mensch daraus hervor. Also er braucht nur Zeit zum Wachsen und Reifen. Deshalb ist der einzige Zeitpunkt, den Beginn des menschlichen Lebens festzulegen, die Befruchtung von der Eizelle durch die Samenzelle. Alles, was danach geschieht, gehört bereits zum Gebiet der Abtreibung. Aber auch hier gibt es Vergebung, wenn jemand hier betroffen sein sollte. Es gibt eine Initiative, Rahel e.V., die sich besonders solchen Menschen widmet, die eine Abtreibung haben durchführen lassen und ihnen auch Heilung von dieser Schuld anbietet und die Vergebung in Jesus Christus. Ich habe die Vorsitzende kürzlich getroffen, in Bremen auch. Ja, wir wollen aber uns einsetzen für die Betroffenen, auch ihnen soziale und auch finanzielle Hilfe und Geborgenheit geben, dass sie die Kinder austragen können. Es gehört auch als Gemeinde dazu, dass wir einen Auftrag wahrnehmen, nicht einfach nur mit den Fingern darauf zeigen, sondern wirklich die Türen öffnen, dass die Kinder leben dürfen. Wir können viel schimpfen über die Entwicklungen, aber wir müssen auch etwas tun und Betroffenen helfen. Ganz wichtig, damit es gar nicht erst zur Abtreibung kommt. Nun komme ich zum Ende. Die Bibel wandelt also klar vor Verführungen und Ideologien und wir haben gesehen, hinter ihnen verbirgt sich letztendlich, wie kann es auch anders sein, die Macht Satans. Alles, was vom schmalen Weg abweicht, alles, was auf den breiten Weg führt, alles, was nicht Jesus Christus allein die Ehre gibt, ist eben nicht von Gott, sondern von der Gegenmacht inspiriert. Und letztendlich ist es recht einfach, die Dinge zu prüfen, wenn wir die vier Sola der Reformatoren festhalten, die vier Alleins sozusagen. Allein Jesus Christus und keine anderen Mächte, Diktatoren, Führer oder was auch immer. Allein die Heilige Schrift und nicht irgendwelche anderen Offenbarungsquellen, die aus finsteren Quellen schöpfen, irgendwelche religiösen und weltanschaulichen Bücher. Allein aus Glauben und durch Gnaden werden wir gerettet. Das war die reformatorische Entdeckung, ganz neu das zu betonen, aber ganz klar biblisch verankert. Und da fahren wir auf gutem Kurs, wenn wir wissen dürfen, in Jesus Christus haben wir alles, haben wir die Fülle, das Heil, das ewige Leben, den Sinn, die Vergebung der Schuld, die Hoffnung auf ewige Herrlichkeit, ja auch hier schon eine Bereitschaft, Notleidenden zu helfen. Da brauchen wir nicht Ideologien, ihre Systeme dazu, sondern wir als Christen sollten Vorbilder sein, Licht und Salz in dieser Welt, dass man auch unser Licht sieht und dass andere auf den Herrn und Heiland Jesus Christus hingewiesen werden, zu ihrer Errettung, zu ihrer Seelenseligkeit. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, wer kann da dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du bleiben wirst, wenn alle Mächte dieser Welt vergehen. Ja, Herr, dein Reich wird ewig sein. Und wir danken dir, dass viele von uns schon dir gehören dürfen, dass wir Königskinder sein dürfen. Und Herr, lass uns das weiter sagen. Allen, die verblendet sind, die irgendwelchen Ideologien und Verführern nachlaufen. Du allein bist der Weg zum Vater. Du allein hast uns alles geschenkt am Kreuz auf Golgatha. O Herr, wir beten dich an, wir verehren dich, wir rühmen deinen heiligen Namen. Und bitten dich, stärke uns auch in der kommenden Zeit, wo es nicht einfacher wird. Und lass uns auch mutig dich bezeugen, missionarische Boten und Botinnen sein in dieser dunklen Welt. Rüste auch die Geschwister hier aus, dass sie nicht ihren Mund sich verbieten lassen, wenn es schwerer wird, auch durch die neuen Gesetze. O Herr, hilf du hindurch. Wir danken dir und loben deinen Namen. Amen.